Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Oblivion. Ja, wir wollen jetzt wieder zurück nach Koroll. Haben wir die Sachen eigentlich verkauft? Ich glaube, wir haben die verkauft gehabt, ne? Klinge des Leids haben wir noch immer bei uns. Das wiegt wenigstens null. Okay, das heißt, das verschwendet keinen Platz. So. Keine Ahnung, wofür wir die nochmal brauchen. Ich habe es vergessen. Aber wir wollen jetzt nach Koroll. Mein Pferd hat ganz schön wenig Leben. Kann ich mein Pferd irgendwie heilen? Ich will jetzt aber wissen, wie es jetzt mit der Dunkelforstgrotte weitergeht. Prelian? Lubok Groschach? War das Prelius? Wisst ihr, ich sah euren Kampf gegen den Grauen Prinzen. Niemand glaubte, dass dieser Ork geschlagen werden könnte, aber ihr habt es allen gezeigt. Gerüchte? Bei den Arena-Kämpfen kann man sicher noch mehr Gold herausholen, aber Aufträge von der Gilde annehmen ist sicherer und ehrenwerter. Geht und fügt irgendetwas Schmerzen zu. Schönen Tag! Geht dorthin! Ist mir ein Vergnügen, fahrt fort! Geht und fügt irgendetwas Schmerzen zu. Okay, die drei, interessant, dass die jetzt hier anzutreffen sind. Das waren ja die, in der einen Taverne. Oder Schenke, oder Kneipe. Für Unsinn gesorgt haben, sagen wir jetzt mal. Wieder ein Grill. Ich glaube, mein Pferd hält nicht mehr lange durch. Ich glaube, wir werden dieses Pferd noch verlieren. So, aber wir wollen jetzt nach Koroll. Hier lang. So. Ja, ich bin jetzt wirklich neugierig, wie das jetzt mit der Dingens, mit der Kriegergilde weitergeht, mit der Dunkelforstgrotte, mit dessen Verschwörung, was Modrin jetzt erreicht hat in der Zeit. Falls er überhaupt schon dort ist, also. Ich weiß jetzt nicht, wie schnell der ist. Oder kann auch sein, dass wir jetzt irgendwelche Random-Aufgaben bekommen. Das war ein Fehler. Ist das Ding immer noch hinter uns her? Ich kann jetzt nicht nach hinten sehen. Okay, noch ein Bandit. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich freue mich auch, wenn wir das hier endlich auch mal beendet haben, hier Oblivion. Klar, ich freue mich jetzt, wenn wir da irgendwie sehr viel erleben noch. Oh nein, zwei Bären und ein Bandit. Aber ich glaube, Oblivion werden wir so um die... Oh Gott. In Bären reingelaufen. Ist auch noch zum Glück nicht getroffen. Da war jetzt Glück.
Ich glaube, unser Pferdchen hält wirklich nicht mehr lange aus. Bringt die Pferderüstung eigentlich was, wenn wir uns eine Pferderüstung organisieren? Anut will. Sind wir jetzt? Okay. So, was wollte ich gerade noch gesagt haben? Irgendwas wollte ich noch gesagt haben. Habe jetzt irgendwie auch wieder vergessen. Sorry, ich bin auch ein bisschen als heute dusselig. So. Ach, immerhin jetzt erstmal wieder Frieden. Ein bisschen Ruhe wieder. Ist ja so die Frage, für wie lange. Da hinten müssen jetzt gleich auch wieder zwei Bären kommen. Wollte ich gerade noch gesagt haben. Aber ich hab den Faden verloren, wirklich. Sorry dafür. Oh nein, noch ein Irrlicht. Ich glaube, der trifft uns nicht. Aber ich frage mich wirklich, ob die Pferderüstung irgendwas bringt. Und ob es nur die Eisen und die... oder Stahlrüstung? Eisen oder Stahl und die Elfenrüstung gibt es. Und ob es auch andere Rüstung gibt für die Pferde. Eine dädrische Pferderüstung, das wär wirklich was. Wenn im Koroll wir das Dingenshaus kriegen, so ein nobles Haus, ich würde vielleicht nach der Kriegergilde die eine Quest in Koroll machen, damit wir da ein Haus kaufen können. Und wenn wir da das Haus haben, also das noble Haus, dann würde ich vielleicht auch der Magiergilde in Koroll beitreten. Das jetzt? Wir müssten eigentlich auch mal den See, den Nieden, mal entlang laufen und da mal schauen, ob wir auch noch ein paar Nierenwurzel kriegen. Fünf fehlen uns noch für Sindelion. Festung Tugend, haben wir wieder recht. Und noch ein Eber. Der hat uns nicht erwischt, perfekt. Anakaseku. So, und wir müssten uns mal auch durch die Bücher durchlesen, damit wir in der Hauptquest vorankommen. Aber ich glaube wirklich, die nächste Questreihe, die wir machen, ist die von der Magiergilde. Danach will ich schauen, dass wir vielleicht der Diebesgilde beitreten. Muss ich mal schauen, wie wir der Diebesgilde beitreten können. Wie das nochmal war.
Und Festung Arsch. Da sind wir auch schon wieder. Oh, irgendwas ist mit meiner Shift-Taste. Ich glaube, die ist schon hinüber. Dabei ist die Tastatur eigentlich noch relativ neu. Die habe ich vor ein paar Monaten erst gekauft. Eigentlich. 7 Uhr abends, gleich 8 Uhr, okay. Hier vergeht aber auch die Zeit richtig schnell. Das Symbol von Koroll ist die große Eiche, ein uralter Baum. Welche große Eiche? Achso, das Symbol auf dem Banner. Haben wir eigentlich eine aktive Quest gerade? Nope. Zur Wiederbeschaffung des gestohlenen Gemäldes sollte ich mit dem Befragen der Schlossbewohner beginnen und anschließend das Schloss nach handfesten Hinweisen zur Lösung dieses Rätsels zu tun. Fang am besten mit der Gräfin selbst an. Ja, wir machen erst einmal die Dienste. Jederzeit. Die Legion hat sicher alles unter Kontrolle. Habt ihr schon einmal ein Pferd von Bongond gekauft? Einst kaufte ich eine gute Stute von ihm. Ein sehr edles Tier. Ich verstehe. Beim Waffenschmied fand ich gute Schulterplatten. Mit den Waffen, die ich hier gekauft habe, war ich immer zufrieden. Schönen Tag. So, war das eigentlich da draußen, was wir kaufen können? Holster zu Hainwacht. Unmöglich. Ich glaube, Hainwacht ist wirklich das Haus, das wir kaufen können. Was? Was habt ihr für Neuigkeiten? Ich nehme an, der Daedra-Kult ist auf der Insel Somerset inzwischen weit verbreitet. Die Altmeer haben... So, automatisch gespeichert. Wir gehen mal nach oben. Mal gucken, was Modrin jetzt sagt. Falls er da ist. Okay, Modrin ist noch nicht da, aber reden wir mal mit ihr. Ich hoffe, ich kann behilflich sein. Nein? Okay. Leb wohl. Warum liegt das Schwert hier? Silberkurzschwert. Provinzen von Tamriel. Wo ist Modrin? Grüße. Noch ein Rattenauftrag? Ich nicht, nein, danke. Lass den Neuen die Rattensachen machen. Es sei denn, ihr wollt unbedingt. Auf keinen Fall. Habt ihr schon einmal ein Pferd von Bongond gekauft? Ich reite nicht viel, aber ich habe gehört, dass andere auf seine Tiere schwören. Weiter. Gibt es Neues aus den anderen Regionen von Tamriel? Okay, ich würde sagen, wir machen vielleicht dann erstmal das hier. Was bis Dingens da dieser ist. Dieser Hondita scheint die Gegend hier gut zu kennen. Habt ihr jüngst mit ihm gesprochen? Nein, aber ich habe gehört, dass er sich hier gut auskennt. Bis später. Schönen Tag. Was ist? Ich grüße euch. Was ist das hier eigentlich? Also. Okay, wir befragen mal die Leute im Schloss. Hören wir uns das einmal an. Was wollen wir uns anhören, was? Ja, machen wir erstmal hier die Aufgaben im Schloss. Dann, bis Modrin da ist, kann das noch ein Weilchen dauern, glaube ich. Seid gegrüßt, Ritter. So, Gräfin. Ich hoffe, ihr kommt mit eurer Untersuchung gut voran. Kommt wieder, wenn ihr den Schuldigen gefunden habt. Burgbewohner. Chanel und Orgnolf wohnen beide im Bereich der Privatgemächer.
Sie dürfen nicht nach draußen, sie sollten also leicht zu finden sein. Ihr werdet wahrscheinlich auch mit Bidnelt sprechen wollen, dem Hauptmann der Wache. Er ist entweder auf Patrouillengang in Koroll oder in der Kaserne. Außerdem solltet ihr mit meinem Majordomus Oruk Grogot sprechen. Auch er ist derzeit in den Privatgemächern. Wenn er nicht in der Burg ist, ist er vielleicht bei Nordwaren und Handel, um unsere Speisekammer aufzufüllen. Okay, etwas über die gestohlenen Gemälde. Das Porträt ist das einzige Erinnerungsstück, das ich noch vom Grafen habe. Viele einsame Nächte habe ich in der Hoffnung verbracht, dass meine Worte gehört würden und nicht nur auf leblose Farbe und Leinwand treffen. Sammelt Hinweise. Viel Glück bei der Untersuchung. Ich bin mit ihr immer. Ich hoffe, ihr kommt mit eurer Untersuchung gut voran. Kommt wieder, wenn ihr den Schuldigen gefunden habt. Zum Zeitpunkt des Diebstahls war ich woanders und die Kammer war verschlossen. Die einzigen, die sonst noch Zugang zu der Kammer hatten und die wir noch nicht berücksichtigt haben, sind die Hofmagierin Chanel und der Pförtner Orgnolf. Vergesst nicht, mit dem Hauptmann der Wache Bidnelt, mit meinem Majordomus Oruk Grogut und mit meinem Herold Leys Wafrik zu sprechen. Okay. Durchsucht das Schloss. Okay, das musste ich machen. Viel Glück bei der Untersuchung. Hören wir uns das einmal an. Er hier, okay. Lars hier, Wafrik. Hallo, ich bin Leys Wafrik, oberster Herold und Diener der Gräfin Valga. Willkommen in Koroll. Gräfin Valga? Die Gräfin ist bereit, euch zu empfangen. Gebührende Etikette wird erwartet. Ich kümmere mich nur um den Thron und um Besucher. Aber unter uns, Orgnolf verhält sich in letzter Zeit etwas seltsam. Seine Sauferei ist schlimmer geworden. Er schnorrt sich seit neuestem Geld für Schnaps zusammen. Von seinem Dienergehalt kann er sich diese Angewohnheit nicht leisten. Okay, Leifel Wabrek, der Schlossherold, erzählte mir, er habe beobachtet, dass Orgnolf ein Alkoholproblem habe und zu dessen Finanzierung auf dem Geld bäte. Lebt wohl. So, wir bleiben erstmal im Schloss. Die Tür geöffnet mit Koroll Schloss privat. Seid gegrüßt, Ritter. Hier? Wie ist das Wertebefinden? Was kann ich für euch tun? Ich vertraue euch nicht genug, um euch Details über das Schloss zu verraten. Ich bin ganz Ohr. Okay, wir sind bei 48. Vielen Dank für die... Hab Dank, wie freundlich. Soweit ich mich erinnern kann, habe ich an diesem Abend weder Chanel noch Orgnolf gesehen. Allerdings war ich in dieser Nacht die meiste Zeit auf meinem Zimmer. Auf meinen täglichen Spaziergang hatte ich wegen des starken Regens verzichtet. An Chanel und Orgnolf ist mir nichts Besonderes aufgefallen. Mit Orgnolf hatte ich neulich nur eine unbedeutende Meinungsverschiedenheit. Ich hatte ihn oben im Westturm beim Trinken erwischt. Ich sagte ihm, dass ich es beim nächsten Mal der Gräfin melden würde. Er grummelte bloß und stimmte zu. Er hat mich seitdem nicht mehr behelligt. Okay. Grogov erwähnte, er sei in jener Nacht wegen des Regens die ganze Zeit im Schloss gewesen, habe jedoch weder Orgnolf noch Chanel gesehen. Er meinte auch, er habe Orgnolf einmal im Westturm beim Trinken ertappt. Als ich ihm angedroht habe, der Gräfin davon zu berichten, habe Orgnolf anscheinend aufgehört. Lebt wohl! Vieles weist auf Orgnolf. Ist jetzt nur die Frage, ist er einfach nur unbeliebt hier? Nachrichtenbürger. Nachrichtenbürger. So, wer bist du? Chanel. Hallo, sucht ihr etwas? Ja, ich frag mal das hier. In der Nacht, als das Gemälde gestohlen wurde, war ich im Schlosshof und habe die Sterne gedeutet. Nach einiger Zeit beschloss ich, in den Speisesaal außerhalb der großen Halle zu gehen. Ich schenkte mir etwas Wein ein und studierte meine Aufzeichnungen, bis ich schlafen ging.
Dann ging ich auf direktem Weg in meine Kammer und schlief für den Rest der Nacht. Okay, was wisst ihr über das gestohlene Gemälde? Das gestohlene Gemälde zeigt den Grafen Valga. Wer immer es gemalt hat, es wurde ihm nicht gerecht. Er war freundlich und edel. Und das ist schwer auf Leinwand zu übertragen. Leider kann ich euch nicht mehr Informationen geben. Untersuchung? Ja, ich habe gehört, dass das Porträt des Grafen entwendet wurde. Mir war nicht klar, dass sie einen Fremden mit der Untersuchung beauftragt hat. Ich wünsche euch Glück. Ich könnte sie beschuldigen. Als ich mich nach der fraglichen Nacht erkundigte, erzählte Chanel, sie habe einige Zeit im Schlosshof mit Sternenmessungen verbracht. Danach sei sie zum Essensbereich hinter der großen Halle gegangen. Letztendlich habe sie sich in ihr Gemächer zum Schlafen begeben. Bis bald. Kann ich ihr Zimmer durchsuchen? Dann steht okay. Irgendwelche Neuigkeiten? Nichts Neues. Okay, sie ist misstrauisch. Nee, hier gehen wir nicht hin. Er schon wieder? Ognolf. So, seid ihr eine lebendige Statue oder könnt ihr auch sprechen? Was willst du denn? Ich möchte wissen, was du zu erzählen hast. Was glaubt ihr, wer ihr seid, mich zu verhören? Ihr solltet lieber ein Goblin-Mädchen zum Tanz auffordern, als eure dummen Fragen zu stellen. Oh, das ist ja Vargas Laufbursche. Wie geht es mit der hochwichtigen Untersuchung voran? So. Ich bin ganz Ohr. Ich bestech ihn mal. Ich kann ihn nicht überreden. Okay, ich bestech ihn mal. Dafür bekommt ihr etwas. Für mich? Danke. Jedes kleine bisschen hilft. So, mal gucken. In der Tatnacht war ich in der großen Halle. Ich hatte einen Streit mit einem von Bravils Lieferjungen. Scheinbar ist sein Pferd diese Nacht im starken Regen ausgerutscht und die Ladung Portwein ist zu Boden gefallen. Bei dem Sturz sind fast alle Flaschen zerbrochen. Er wollte die Verantwortung nicht übernehmen. Ich habe ihm aber Bescheid gestoßen und ihn fortgeschickt. Den Rest der Nacht war ich in meinen Gemächern und habe gelesen. Okay, gestohlenes Gemälde. Was wisst ihr darüber? Oh ja, das war ein hervorragendes Porträt eines hervorragenden Mannes. So, wegen der Untersuchung, was wisst ihr da? Die Gräfin hat euch also angeheuert, das Gemälde zu finden, wie? Ihr werdet es kaum finden, wenn ihr mich nur anglotzt. Er ist unsympathisch, aber als ich mich nach der fraglichen Nacht erkundigte, erzählte Orgnolf, er habe einige Zeit in der großen Halle im Streit mit einem Lieferanten zugebracht, der einen kleinen Unfall mit einer Weinlieferung im Regen gehabt habe. Hätte dann den Rest der Nacht auf seinem Zimmer verbracht. Der alte Orgnolf muss wieder an die Arbeit. Okay, seid wer gegrüßt. Fehlt noch? Draußen fehlt noch jemand. Wie kann ich euch behilflich sein? In der Kaserne. So, oben. Seid gegrüßt. Willkommen. Sagt, was ihr zu sagen habt. Habt ihr gehört, ob Renoid neue Bücher auf Lager hat? Wirklich? Seid gegrüßt, Ritter. Mal sehen, ob er die muntere argonische Maid vorrätig hat. Dieses Buch wollte ich mir schon lange zu Gemüte führen. Gute Weiterreise. Lebt wohl! Gralle argonische Maid? Ich bin Bitnelt, der Fluchbringer, Hauptmann der Korollwache. Was kann ich für euch tun? So, ich möchte Hinweise haben. Tut mir leid. An diesem Abend war ich nicht zu Hause. Ich habe meine Runde in Koroll gedreht. Das einzig Ungewöhnliche, das mir in letzter Zeit aufgefallen ist, war die Sache mit Chanel. Ich habe sie oft im Westturm gesehen. Als ich sie darauf ansprach, sagte sie,
Sie sei wegen ihrer Zauberspruchforschungen dort gewesen. Damals schien mir die Erklärung ausreichend zu sein. Okay. Bittnelt, der Hauptmann der Wache, sagte, er sei in jener Nacht in den Straßen auf Streife gewesen. Er sagte weiter, er habe Chanel gesehen, die eine ganze Weile im Westturm des Schlosses zugebracht hätte. Aber als er sie darüber fragte, meinte sie, sie hätte dort nur einige ihrer magischen Forschungen angestellt. Ich habe mit allen möglichen verdächtigen Zeugen gesprochen. Jetzt sollte ich meine Konzentration auf das Sammeln der Hinweise legen, wenn ich das Verbrechen aufklären kann. Lebt wohl! Kann ich euch irgendwie helfen? Ich frag mal nach Bittnelt. Er ist Hauptmann der Korollwache. Tagsüber patrouilliert er für gewöhnlich mit uns in der Stadt. Schönen Tag. Okay, alle habe ich schon befragt. Gab es hier nicht noch Leute irgendwie, mit denen man reden kann? Hallo? Gibt es ein Problem, Herrin? Herrin? Seht euch. Was ist das Problem? Okay, ich kann Schönen hier... Tag. Geöffnet mit Chlorol. Okay. Chlorol. Okay, hier gibt's nichts. Entschuldigt mich, ich bin im Dienst. Ich war den ganzen Abend mit der Gräfin zusammen. Ich habe nichts gesehen. Schönen Tag. Okay, der hat nichts gesehen. Gibt es hier noch andere mit Namen? Die vielleicht irgendwie... Ich grüße euch, Ermittler. Hallo. Seid gegrüßt, Ritter. Gibt es hier noch Leute, die mit Namen sind? Irgendwelche Zimmer kann ich bestimmt auch noch durchsuchen, oder? Da waren wir schon. So. Wessen Zimmer ist das wohl? Ein Kinderanurat. Laden. Achso, wie schön euch zu sehen. Ostturm. Westturm war die eine, ne? Das war ja Westturm. Ne, das ist der Nordturm. Okay, warte mal. Genau, Westturm. Gehen wir erstmal in den Westturm und schauen uns da mal um. Guten Abend. Westturm. Schlüsselfackel. Lassen wir mal. So. Ist hier vielleicht das irgendwo versteckt? Hier ist Mais drin. Falterter Stoff. Okay. Da ist nix. Hier ist kein Weg nach oben. Kann ja sein, dass es hier irgendwo drin ist, versteckt ist.
Ach, hier kommen wir raus, okay. Aber warte mal. Gibt hier keinen Weg nach oben? Oder so? Okay, erzählt mir auch noch, er habe einige Zeit in der großen Halle im Streit mit einem Lieferanten, der einen kleinen Unfall mit einer Weinlieferung im Regen gehabt habe. Hätte den Rest der Nacht auf seinem Zimmer verbracht. Sie schläft. Hier ist nichts. Channel scheint Malzubehör in ihrem Arbeitszimmer zu verbergen. Die Tatsache, dass sie verborgen ist, erscheint verdächtig. Ich denke, ich sollte nach Weizenspuren suchen. Okay, sie hat einen Malsaften. Zaubereihandbuch. Buch der Dädra. Götter und Kulte. Ariana Valgas Schlüssel. Die hat einen Pinsel. Ist hier noch irgendwie was? Guck mal bei den anderen. Südturm. Große Halle. Nee, hier wollte ich jetzt nicht hin. Da wollte ich jetzt auch nichts hin. Seid gegrüßt. Mond und Stern. Barbarencia. Ja. Schleichen hat sich verbessert. Nice. Okay, Ude 17. Bronzeseidel. Warum hat sich hier Schädel? Leitfaden für Chetinal und Lea Wien. König Wulfhard? Mitglieder von König Wulfhard. Schorszunge, Fürst der Einsamkeit. Schorszunge, das erste Lied von König Wulfhard, ist uralt. Von erster Ära 500 nach der Niederlage des alästischen Heeres im Glumbrach-Hochmoor, wo König Hawk Meertöter im Kampf sein Ende fand, wurde Wulfhard von Admora vom Pakt der Stammesführer gewählt. Sein Tuum war so mächtig, dass er nicht mit Worten eingeschworen werden konnte, sondern Schreiber seinen Eid festhalten mussten. Gleich darauf wurde von den Schreibern das erste neue Gesetz seiner Herrschaft niedergeschrieben. Der zügige Wiederaufbau des traditionellen nordischen Pantheons. Die Edikte wurden verboten, ihre Priester auf dem Streiterhaufen verbrannt und ihre Hallen in Flammen gesetzt. Der Schattenkönig Borgas verschwand für eine Weile. Für seine Eifrigkeit nannte man König Wulfhard Schorszunge und Ismir, Drache des Nordens. Kühnes Sohn, das zweite Lied von König Wulfhard, glorifiziert seine Taten in den Augen der alten Götter. Er kämpft gegen die Orks des Ostens und brüllt ihre Führer in die Hölle. Er baut die 418 Stufen des Hochrotgar wieder auf. 418? Waren das nicht 7000 Stufen? Er baut die 418. Stufe des
hoch Hrothgar wieder auf. Ah, okay. Die von einem Drachen beschädigt worden war, als er eine Gewitterwolke verschluckte, um sein Heer vor dem Unwetter zu schützen. Nannte ihm Nord den Atem für Kühne. Alter Neider, das dritte Lied von König Wulfhard, erzählte von seinem Tod. Orkai, ein feindlicher Gott, hat schon immer versucht, die Nord zu vernichten, selbst in Atmora, wo er ihnen die Jahre stahl. Als Orkai die Stärke König Wulfhard sah, rief er von neuem den Geist von Alduin Zeitfresser. Fast jeder Nord wurde in das Alter von 6 Jahren zurückgefressen. Der junge Wulfhard flehte zu Shor, dem toten Stammesführer der Götter, seinem Volk zu helfen. Shors eigener Geist kämpfte gegen den Zeitfresser auf der Geisterebene, so wie er es zu Beginn der Zeit bereits getan hatte. Er gewann und das Volk Orkais, die Orks, war am Ende. Als der junge Wulfhard den Kampf am Himmel beobachtete, lernte er einen neuen Turm. Was passiert, wenn ihr den Drachen genauso schüttelt? Er setzte seine neue Magie ein, um seinem Volk zu helfen. Doch in seinem Eifer, so viele zu retten, schüttete er zu viele Jahre auf sich selbst. Er wurde älter als die graue Bärte und starb. Die Flammen seines Scheiterhaufens sollen bis an Kühnes Heim herangereicht haben. Der Aschkönig, das vierte Lied von König Wulfhard, erzählt von seiner Wiedergeburt. Die Zwerge und Teufel der östlichen Königreiche hatten ihre Kämpfe wieder aufgenommen und die Nord hofften, dass sie deshalb nach langer Zeit wieder ihren Besitz dort zurückerlangen könnten. Sie planten einen Angriff, gaben dann aber in dem Bewusstsein auf, dass ihnen die Führung durch einen starken König fehlte. Dann kam der Teufel von Dagoth ins Land und schwor, er komme in Frieden. Außerdem erzählt er den Nord etwas Wundervolles. Er wisse, wo Shors Herz sei. Vor langer Zeit wurde der Anführer der Götter von elfischen Giganten getötet, die Shor das Herz aus dem Leibe rissen und dies als Standarte verwendeten, um Furcht über die Nord zu bringen. Dies ging so lange, bis Isgramor ein bisschen Verstand brüllte und die Nord sich erneut wehrten. Da die elfischen Giganten wussten, dass sie irgendwann verlieren würden, versteckten sie Shors Herz, sodass die Nord ihren Gott nie wieder würden zurückholen können. Aber nun kam der Teufel von Dagoth mit diesen guten Neuigkeiten. Die Zwerge und Teufel der östlichen Königreiche hätten sein Herz und dies sei die Ursache für die neu aufgekommenen Unruhen. Die Nord fragten den Teufel von Dagoth, warum er seine Landsleute auf diese Weise betrüge, woraufhin er meinte, dass sich die Teufel seit Anbeginn der Zeit gegenseitig betrügen. Und da dies wahr ist, glaubten ihm die Nord. Die Zungen sangen Shors Geist in die Welt zurück. Shor scharte ein Heer um sich, wie er es schon immer getan hatte. Und dann saugte er die weit verstreute Asche Wulfhards ein und erschuf den König neu, der einen guten General brauchte. Der Teufel von Dagoth erhob jedoch hier ebenfalls Anspruch auf diesen Posten und betonte seine Rolle des gesegneten Herolds in diesem heiligen Krieg. Nun hatte Shor 2 Generäle, den Aschkönig und den Teufel von Dagoth. Und er marschierte in all seinen Söhnen von Himmelsrand in die östlichen Königreiche ein. Roter Berg, das 5. Lied von König Wulfhard, ist traurig. Die Überlebenden des Massakers kehrten unter einem roten Himmel zurück. Dieses Jahr wird Sonnentod genannt. Der Teufel von Dagoth hatte die Nord betrogen. Shors Herz war nicht in den östlichen Königreichen und war auch niemals dort gewesen. Shor ist übrigens auch Lorkhan, also sind 2 verschiedene Namen für einen und denselben Gott. Das auch Sithis ist wiederum, Gott der Leere. So, für die es nicht wissen. Sobald Shors Heer am Roten Berg angelangt war, fielen all die Teufel und Zwerge über sie her. Ihre Hexenmeister behoben den Berg an. Warfen ihn auf Shor und sperrten ihn für alle Zeiten unter dem Roten Berg ein. Sie metzelten die Söhne von Himmelsrand nieder. Nachdem König Wulfhard König Dumalakaf, den Zwergorg, getötet und damit sein Volk verdammt hatte, dann warf Weg der Teufel den Aschkönig in die Hölle und es war vorbei. Später hob die Kühne die Asche der Asche Ismirs in den Himmel, rettete diesen damit aus der Hölle vor und zeigte ihren Söhnen die Farbe von Blut, das durch Verrat vergossen wurde. Die Nord werden nie wieder einem Teufel vertrauen. Das geheime Lied von Wulfhard Aschkönig, die Wahrheit am Roten Berg, Shors Herz war in Restein, so wie Dagoth Ur es versprochen hat. Als Shors Heer das westlichste Ufer des inneren Meeres erreichte, starrten sie hinüber zum Roten Berg, wo sich die Heere der Dwemer gesammelt hatten. Späher berichteten, dass die Streitkräfte der Chimer gerade Narsis verlassen hatten und sich Zeit dabei ließen, sich mit ihren Vettern gegen die Nord zu finden. Dagoth Ur sagte, dass das Tribunal das Vertrauen ihres Königs missbraucht habe, dass sie Dagoth Ur zu Lorkhan, denn so wurde Shor in Restein genannt, schickten.
Da haben wir's. Lorcan und Shor ein und dasselbe. Damit der Gott an den Zwergen für ihre Anmaßung Rache üben könne. Dass Nerevars Frieden mit den Wemern das Ende der Wehloth sei. Laut Dark of Ur war dies der Grund dafür, dass die Chimer es nicht eilig hatten. Die Heere wachsen und Lorcan, denn so wurde Shor im Rechsein genannt, sagte: Ich übe nicht Rache an den Zwergen aus den Gründen, die mir das Tribunal zuschreiben haben. Dennoch werden sie durch meine Hand sterben und ebenso jeder, der auf ihrer Seite steht. Dieser Nerevar ist der Sohn Boethias, eines der stärksten Padomer. Er ist trotz seines Tribunals ein Held für sein Volk und er kann so viele zusammenbringen, dass der Kampf noch schwerer wird. Wir werden mehr brauchen, als wir haben. Und so ging Dark of Ur, der ebenso sehr wie das Tribunal die Zwerge vernichtet, sehen wollte, dass Kogoran und rief sein Haus Chaptil, seine stärksten Höllenhunde, seine Zauberer, seine Bogenschützen, seine gestohlenen Messingmänner. Und der Aschkönig Wulfhard, der ehrwürdige Ismir, schloss trotz seines nordischen Blutes Frieden mit den Orks. Und sie brachten viele Krieger, aber keinen einzigen Zauberer. Viele Nord konnten sich nicht dazu überwinden, sich mit den traditionellen Feinden zusammenzutun. Selbst angesichts des Roten Berges. Sie waren kurz vor der Fahnenflucht. Dann sagte Wulfhard: Seht ihr nicht, wo ihr wirklich seid? Wisst ihr nicht, wer Shor wirklich ist? Wisst ihr nicht, was dieser Krieg ist? Und sie sahen vom König zum Gott zu den Teufeln und Orks. Und einige begriffen wirklich, und diese blieben. Die Schicksalstrommel Nerevar trug Seelenklingen. Ein Dolch gemacht aus dem Geräusch des Schattens der Monde. Seine Kriegsfürsten waren Dumak, Zwergenkönig, der einen Hammer aus göttlichem Material trug, und Alandrosul, der unsterbliche Sohn von Azura, der den Todesalb-Kettenpanzer trug. Sie trafen Lorcan im letzten Kampf am Roten Berg. Lorcan hatte sein Herz wieder, aber er hatte lange ohne es leben müssen und brauchte Zeit. Wulfhard traf auf Sul, konnte ihn aber nicht schlagen und er fiel durch seine Wunden, aber nicht bevor er Sul blind gebrüllt hatte. Dark of Ur traf auf Dumak und erschlug ihn, aber nicht bevor Seelendonner seines Fürsten Herz traf. Nerevar wandte sich von Dorkan ab und erschlug Dark of Ur in seinem Zorn, trug jedoch selbst eine tödliche Wunde und Lorcan davon. Doch Nerevar tat, als hätten seine Kräfte ihn verlassen und hatte die Überraschung nun auf seiner Seite, als er Lorcan traf. Das Herz war von Seelendonners Schlag hart geworden und Seelenklinge konnte es nun herausschneiden und es war herausgeschnitten und Lorcan war besiegt und es schien, die ganze Plage habe ein Ende. Wulfhard, König Wulfhard ist auch übrigens, wieso schläft ihr nicht in ihrem Bett? Warum schläft ihr da? Wulfhard ist übrigens auch, der Underking, der Unterkönig. Beziehungsweise, Wie schön, euch zu sehen. Am Wächter der Gräfin, okay. Ne, da wollte ich jetzt nicht hin. Was haben wir hier? Ognos. Er hat abgeschlossen. Gucken wir mal hier. Hier ist nichts. Ariana Valgas Schlüssel. Warum hat er den Schlüssel? Grüße. Nordturm, weiß ich nicht, ob ich da hin soll. So, Leitfaden für Leonin. Was muss ich hier doch finden, oder? Der Könige. So, Ostturm. Gab es hier noch irgendwas? Der hat auch einen Pinsel. Pergament und Pinsel. Okay, also hat er irgendwas?
Schlüssel für den Kerker. 361 Gold. Was tut ihr denn da? Ich war das nicht. Es ist aus, Gesetzesbrecher. Euer Spaß hat ein Ende. Ich nehme alle gestohlene Ware an mich, die ihr habt. Jetzt seid ihr an der Reihe. Zahlt eure Strafe oder ich führe euch ab. Geht im Gefängnis, fasst den Namen dieses und Gold bezahlen. Das ist das Prozedere. Wir gehen zum Schloss. Erst durchsuchen wir euch und konfiszieren alles an gestohlener Ware. Dann zahlt ihr eure Strafe und wir lassen euch frei. Aber ich... Was macht ihr denn hier? Los euch! Ihr habt die Hände eines Heilers. Wieso kann ich jetzt da nicht hin? So. Warte mal, habe ich den Schlüssel noch, den ich geklaut hatte? Ich glaube, ich habe die nicht mehr. Hab sie noch eine Tür? So. Hier sind nur die Privatgemächer. Okay, es scheint aber nur eine einzige verdächtige, also richtig verdächtige Person zu geben. Roll-Ostturm, große Halle, Privatgemächer. Einzige verdächtige Person. Hallo, ist, seid gegrüßt, Nord. Also klar, Ogrock oder so wird ja am meisten hier beschuldigt, verdächtig gehalten. Kann es sein, dass... Hoppala, ich wollte nicht pennen. Mach mal hier zu. Jana Walger Schlüssel. Und hier hat sie ja die ganzen Pinsel. Zaubereihandbuch. Galerion der Mystische. Dunkelste Finsternis und das Buch der Daedra. Warte mal, kann sein, dass da hinter irgendwie was versteckt ist oder so? Hier ist auch noch ein Sack. Eine Waage, ein Gewicht. Ist da oben was? Immer Schleichen hat sich verbessert. Wenn ich hier irgendwie noch einen Knopf gebe oder so. Chanel scheint Malzubehör in ihrem Arbeitszimmer zu verbergen. Die Tatsache, dass sie verborgen ist, erscheint verdächtig. Denke ich, sollte nach weiteren Spuren suchen. Hier bittet der Hauptmann der Wache, sagt, er sei in jener Nacht in den Straßen auf Streife gewesen. Er sagte weiter, er habe Chanel gesehen. Muss sie vielleicht auf den Straßen noch weiter suchen? So, er habe einige Zeit in großen Hallen im Streit mit einem Lieferanten zugebracht.
erzählte Chanel, sie habe einige Zeit im Schlosshof mit Sternmessungen verbracht. Im Schlosshof. Danach sei sie zum Essensbereich hinter der großen Halle gegangen. Letztendlich habe sie sich in ihre Gemächer zum Schlafen begeben. In der großen, im Essensbereich der großen Halle. Gibt's hier auch noch irgendwie was? Oh! Ich habe Farbflecken und einen farbigen Fußabdruck auf dem Teppich im Essensbereich hinter der großen Halle entdeckt. Ich glaube, ich sollte nach weiteren Spuren suchen. Beschmierter Teppich. Okay, sie war definitiv hier. Dann. Okay, dann war sie wahrscheinlich auch wirklich hier auf dem Hof. Willkommen. Müsste hier nicht eigentlich auch noch jemand sein? Ich grüße euch. So, da ist ein Stück Gold drin. Wo führt das hin? Hier sind auf jeden Fall Pinsel. Den brauche ich. Apropos, muss ich was reparieren? Nee, okay. Nordblick. Kommt man da hoch? Guten Tag, Herr, und willkommen in Koroll. Ihr steht unter der aufmerksamen Beobachtung durch die Korollwache. Wir wahren den Frieden und sorgen für Ruhe und Ordnung. Ja, ich hab halt einmal Mist gebaut. Es tut mir leid. Lebt wohl. Hier sind die Kerker, okay. Was kann ich für ihn tun, Herr? Okay. Wozu? Nun denn, das ist mir egal. Oh, und ich muss mit euch gehen, das sind die Regeln. Okay. Gibt's hier jemanden? Hier scheint niemand drin zu sein. Hier ist auch niemand. Auch niemand. Okay, ich habe keine Ahnung. Kommt nicht so nah an die Gefangenen. Welche Gefangenen? Die sind leer. Gefangene dürfen keine Geschenke annehmen. Schlösser nicht berühren. Schlösser nicht berühren. Ja, ich mach nichts. Ich gehe schon. So, wo führt das hier hin?
mal. Ich will nur gucken. Ich klaue ja nichts. Wie kann ich euch behilflich sein? Hallo. Guten Morgen. Was habt ihr zu berichten? Ich habe neulich ein paar Schlammkappen am Wasser gesehen. Ich habe einen großen Bogen um die Viecher gemacht. Wenigstens sind sie langsam und nicht gerade intelligent, aber die Scheren sind messerscharf. Ich habe keine Ahnung, wo ich suchen muss. Der Hauptmann hat ja seinen Runden hier durchgegangen. Das da war doch das Westtor, kann das sein? Westturm. Das ist Westburg. Gigan, Fackel, noch ein Reparaturen und Gold. Ich habe jetzt mittlerweile den Verdacht, es könnte vielleicht doch Chanel gewesen sein und nicht der Säufer. Ungewöhnliches Gemälde. Ich habe ein interessantes Gemälde in einem verborgenen Bereich des Westturms entdeckt. Jemand im Schloss scheint ein Maler zu sein. Ich habe jetzt genug Hinweise für eine Anschuldigung. Okay, Chanel kann ich beschuldigen. Aber als ich mich nachher fragte, erzählte Chanel, sie habe einige Zeit im Schloss auch mit Sternmessung verbracht. Danach sei sie zum Essensbereich hinter der großen Halle gegangen. Letztendlich habe sie sich ihre Gemächer zum Schlafen gegeben. Das stimmt nicht ganz. Orogrogov erwähnte, er sei in jener Nacht wegen des Regens die ganze Zeit im Schloss gewesen, habe jedoch weder Orgnolf noch Chanel gesehen. Er meinte auch, er habe Orgnolf einmal im Westturm beim Trinken ertappt, als er ihm angedroht habe, der Gräfin davon zu berichten, habe Orgnolf anscheinend aufgehört. Er habe beobachtet, dass Orgnolf Alkoholprobleme habe und zu dessen Finanzierung oft um Geld bete. Ich glaube, wir können Chanel mal eine Anschuldigung an den Kopf werfen. Irgendwelche Neuigkeiten? Seid erneut gegrüßt. Ich hoffe, eure Suche nach dem Gemälde kommt gut voran. Ich beschuldige Sie mal. Beschuldigt ihr mich, das Gemälde gestohlen zu haben? Ja, ich beschuldige euch dieses. Ihr habt schlagkräftige Beweise, aber ich vertraue euch nicht genug, um euch meine wahren Beweggründe zu offenbaren. Aktualisiert durch das Schloss? In Ordnung. Bestecht die mal? Ihr seid aber wirklich süß. Wie nett. Das ist genau, was ich wollte. Beschuldigt ihr mich, das Gemälde gestohlen zu haben? Ja. Sehr gut. Ich gestehe das Verbrechen. Aber ihr müsst verstehen, dass ich es nur aus Liebe zu Graf Valga getan habe. Ich habe dieses Porträt gemalt. Nachdem der Graf verschollen war, verbrachte die Gräfin so viel Zeit mit dem Bildnis, dass ich eifersüchtig wurde. Ich wollte das Porträt zurückhaben, und so beschloss ich, es zu stehlen und hinter dem Gemälde in meinem Gemach zu verstecken. Ich schäme mich für mein Verbrechen, werde mich aber meinem Schicksal stellen.
Warte mal. Es war nachlässig von mir, meine Farben und Pinsel so im Schloss herumliegen zu lassen. Dadurch war ich wohl leicht zu entdecken. Gestohlenes Gemälde? Ich schäme mich, das Gemälde gestohlen zu haben. Aber meine Liebe zum Grafen war größer, als ihr euch vorstellen könnt. Ich bin ruiniert. Okay, dann gehen wir mal zur Gräfin. Hi. Wie spät haben wir's? Oh, ist schon... Ist schon doch so früh? Da liegt eine Wassermelone. Warum liegt da eine Wassermelone? Wo ist die Gräfin hin? Oh, wir haben jetzt einen Questmarker. Warte. Ich grüße euch, Ermittler. Ah, ihr seid von eurer Untersuchung zurück. Und ich bin sehr gespannt, was ihr herausgefunden habt. Ja, Wen habt ihr bezichtigt? Ich habe Chanel beschuldigt. Keine verdächtigen Lügen. Ich bin noch nicht bereit. Ich habe Chanel beschuldigt. Diese Nachricht von Chanels Verbrechen erschüttert mich zutiefst. Sie war immer ein geschätztes Mitglied unseres Hofes. Doch eure Beweise sind unwiderlegbar. Sie soll aus Burg Koroll verbannt und all ihrer Pflichten enthoben werden. Da ich jedoch Mitleid mit ihr habe, wird sie nicht ins Gefängnis geworfen. Sie darf Koroll jedoch nie wieder betreten. Meinen Glückwunsch. Das habt ihr gut gemacht. Bitte nehmt dieses Gold und die Edelsteine als Belohnung. Ihr habt es euch verdient. Ich möchte ein Haus kaufen. Ich mag euch, aber nicht genug, um euch das zu verraten. Warum? Sicherlich. Ich kann sie nicht mal bestecken. Und hier auch nichts. Was muss ich machen? Ich habe die Werke von Frau Ottos nicht gelesen. Man sagt, manche finden ihre Reiseführer nützlich, doch sie soll zu manchen Themen eine sehr eigene Meinung haben. Ich möchte ein Haus hier haben. Lebt wohl. Ich dachte, hier nach... Hi. Seid gegrüßt, Ritter. Warte mal. Mein Ruf? Wo sehe ich meinen Ruf? Ruhm 61 und Schande 0. 455 gestohlene Gegenstände. Taschendiebstähle 1. Angriffe 1. Morde 2. Gestohlene Pferde 2. Höchstes Kopfgeld 25. Wir hatten schon Kopfgeld gehabt. Ach stimmt, gerade als wir dann links beim... Gelesene Lehrbücher 6, gefundene Artefakte 1. Erzählte Witze 113. Nirgendwo ist gefunden 25. Was muss ich machen eigentlich, damit ich hier ein Haus kaufe? Seid gegrüßt, Ritter. Aber egal, ich würde sagen, wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.